Gehörst auch du zu den Leuten, die noch immer auf ihre heißgeliebten Nintendo Wii U regelrecht Stunden in Super Mario Maker investieren? Ich auch nicht. Aber ich habe vor 3 Jahren angefangen, ein ganzes Mario Game erstellen zu wollen und ich bin erst jetzt fertig geworden. Ja, ihr habt richtig gehört. Über 30 Glanzstücke der Jump'n'Run-Kunst im brandneuesten Mario-Plattformer erwarten euch jetzt auf mein Flashverse Mario Maker-Account. Oh Junge, das klingt ja wirklich spannend. Ich kann es gar nicht erwarten, Mario Maker zu spielen. Das sieht tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Wow. Du musst einfach nur diesen Code für das erste Level eingeben, den Baumeister fürs einfache Wiederfinden als Favoriten markieren und eure Reise durch ganze 7 Welten mit jeweils 5 Leveln steht nichts mehr im Weg. 7 Welten mit 5 Leveln? Das sind ja mindestens 35 Level. Ja, das sind genau 35 Level. Mehr habe ich nicht gemacht. Natürlich in einem einheitlichen Grafikstil, dem des genre-definierenden Klassikers Super Mario Bros. 3. Stell es dir einfach vor, wie ein kostenloses Mario Bros. 3 DLC Level Pack auch für dein Mario Maker bei dir zu Hause erhältlich. Es ist alles dabei, was das Mario Herz begehren könnte. Items, Blöcke, Gegner, Abgründe zum Drüberspringen, Boden zum Drüberlaufen, Festung mit Bosskämpfen, außerdem geheime Notenblöcke. Für die Completionists habe ich Blöcke in jedem Level versteckt, die sind dann anstelle der Sternmünzen oder fucking One-Ups. Die sind in diesem Modus einfach wertlos, okay? Such die Notenblöcke. Und noch so viel mehr, also nicht so viel mehr, aber es ist mehr als das übliche Kaizo oder Auto-Mario-Scheiß. Es ist nicht, dass ich was gegen Auto-Mario habe, es ist eigentlich sogar ziemlich cool, aber es ist einfach nur Professor Tims verrückte Werkstatt mit Mario. Ich habe Professor Tims verrückte Werkstatt geliebt, okay? Aber es ist nicht das, wovon ich träumte, wenn ich mir als Kind ausmalte, eines Tages ein eigenes Super Mario Bros. Designen zu können. Ich stelle mich auf keinen Fall über andere Baumeister, aber die meisten wirklich guten Level, die sind in alle Ecken gefüllt mit innovativen Ideen, weil jeder einfach sein Bestes in einen einzigen Upload steckt. Viele sind wirklich beeindruckend, aber sie fühlen sich nie wie so simple, motivierende 2D-Mario-Erlebnisse an, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, kleine Level rein oder ähnliches zu posten. Und so setzte ich mich dran, Stück für Stück ein zusammenhängendes Spielerlebnis zu kreieren und hochzuladen, nur um dann festzustellen, dass Uploads mit zu wenig Aufmerksamkeit nach einiger Zeit automatisch gelöscht werden und mein Spiel einfach komplett durchlöchert sein würde, bevor ich es fertigstellen kann. Ernsthaft, Mario Maker wehrt sich gegen das bloße Konzept, ein eigenes Spiel bauen zu wollen. Also spielt verdammt nochmal meine 7 Welten Mario Maker Bros. 3. Ihr würdet dem 9-jährigen Johnny eine wirklich große Freude machen. Eigentlich sollten es 8 Welten werden, aber das hätte ich vor Release vom 2. Teil für die Switch mit Sicherheit nicht mehr geschafft und ich bastel da eh schon viel zu lange dran rum. Ich dachte zwischenzeitlich, die stellen den Server ab, bevor ich fertig bin. Also nutzt die einmalige Gelegenheit im Hype, bevor Mario Maker 2 droppt, den ersten Teil gebührend zu verabschieden. Streamt den Shit, let's play den Shit, reviewt den Shit, sagt mir ins Gesicht, wie eingebildet und aufgesetzt und foolish ist es, größtenteils geklaute Level-Designs als seine eigenen zu promoten, aber um Gottes Willen, spielt die Level, die werden sonst gelöscht. Los, was machst du immer noch hier? Ich hab nicht mal eine Wii U. Ach ja, da war ja was. Warum hast du das Video überhaupt dann bis hier angeguckt? Also, willst du mich, geh einfach in die Beschreibung, spielt mein Mario-Spiel, okay? Es ist meins. 3 Jahre lang habe ich daran gebaut. Oh Gott.